Naughty Queen ist zu Besuch, geil. So, Forschung, Veterinärforschung abgeschlossen. Goliath-Käfer ist wohl fertig. Goliath fertig. Ja, Goliath ist fertig. Dann können wir zurück. Dann können wir jetzt nämlich die gelbe Anaconda forschen. Ja. Gucken wir mal, ob wir hier noch was machen können. Layout. Okay, können wir ein bisschen pushen. Sind sie optimal jetzt versorgt? Nicht ganz in Ordnung. Zu viele Tiere. Okay, Layout. Warte mal kurz. Zu viele Tiere gerade drin. Tiere. 11 weibliche drin hier. Wahnsinn. Die Pop, die Käfer hier, die geben ohne Ende. Ohne Ende geben die. Ja, die geben richtig, richtig, hauen richtig auf der Kacke hier. So, ne, die sind echt zu viele. Genau. So viel dazu. Gar nicht mal so verkehrt. 13 Tiere. Ein Zoo-Schnellhandel für 2,25 Millionen. Und tschüss. So holen wir uns die Kohle ran hier. So, dann lass uns nochmal neue Tiere holen. Irgendwas Cooles. Jede Tierart. Wir gucken mal, was Faktum ist. Schlangen, Schaben, Vogelspinnen, Wanderspinne, Riesenläufer, Diamantschildkröte. Echte Achatschnecke. Ist leider nichts drin, ne? Gillakrustenechse ist auch nicht. Doch, hier ist eine Diamantschildkröte. Chloe. So, Diamantschildkröte, Mädel. Puffotter, Texas. Mehr ist nicht drin, ne? Ist ja doof. Diamantschildkröte. So, dann bringen wir dich mal hier hin. Dann müssen wir natürlich noch ein Männchen dazu finden. Chloe ist da. Klima, okay. Dann Temperatur, mehr Feuchtigkeit. Ah, schon wieder zu viel. Ah, komm, ein bisschen noch. Sehr gut. Ausgezeichnet. So, den haben wir auch. Läuft. Läuft. Wie gesagt, da brauchen wir auf jeden Fall noch ein Männchen für. Hab ich noch nie gesehen, die Diamantschildkröte. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn, die Diamantschildkröte? Ich sehe sie nicht. Ist echt schwierig zu sehen. Da unten schwimmt sie, da ist sie. Da ist Chloe. Oh, ist die süß. Guck mal, ist die süß.
Ist ja knuffig. Ist ja niedlich. So, Diamantschildkröte. Aktivieren. Ich liebe die Mucke. Ich finde die super. Ja, perfekt. Gesagt, ne? Es ist alles nur noch am Anfang. Aber ich denke, wir können jetzt mal so langsam anfangen für unser erstes Gehege, oder? Würde ich mal behaupten. Die Frage ist, was machen wir? Welches Tier nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn für ein Tier? Tierhandel. Lass mal gucken. Handelsverlauf, Tieraufbewahrung. Wir haben noch zwei im Community, aber Flusspferde sind ein bisschen heftig. Das können wir nicht machen. Ich würde am liebsten was Kleines erstmal nehmen. Erdferkel. Oh, ein Albino. Ein Albino. Geil. Nichts übertreiben. Binturong, blauer V. Das kennt man ja. Dallschaf, ein Dingo, ein Eisbär, ein Erdferkel, ein Flusspferd, ein Gabelbock. Gepard. Kegelrobbe. Komodowaran. Polarwolf. Panzernashorn. Es gibt so viele Tiere mittlerweile, das ist Wahnsinn. Westlicher Schimpanse. Ich tendiere ja echt zum Komodowaran, ne? Muss ich ehrlich mal sagen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Komodowarane. Zoopedia. Mal kurz gucken. Komodowarane ist ein Varanart. Gattung Varanus. Natürlicher Lebensraum. Braucht 600 Quadratmeter. Tiefwasser brauchen sie nicht. Temperatur. 1 bis 2. Monogam, selbstsicher, okay. Ich glaube, wir nehmen mal die Komodowarane. Das könnte interessant werden. Was haben wir hier wieder für ein Problem? Technikforschung. Sehr gut. Klassiker, Mitarbeiter. Barrieren. So, Diamantschildkröte geht's auch besser. Sehr gut. Das heißt, wir können hier wieder upgraden. Und dann geht's dann auch nochmal einen Tucken besser. Ich brauche echt Diamantschildkröte. Da würde ich nicht Nein sagen. So, wir schauen mal jetzt, wie wir den Komodowaran anlegen. Wo wir unser erstes... Dings hinbauen. Komodowarane. Wie machen wir das denn am besten? Baumrindenweg, Baumscheibenweg, Strandbretter, Holzbohlenweg... Naturweg. Baumrindenweg. Kann ich mir gut vorstellen. Länge 2. Breite 6.
Wir legen den mal irgendwie hier so ein bisschen rum. Und dann wird hier unser erstes Gehege werden. So, machen wir es mal so. Ich hoffe, das reicht. Gehege. Fangen wir mal an. Futter, Schlafmöglichkeiten, Lebensmittel. Veterinärforschung abgeschlossen. Ja, sehr gut. Schon wieder. Es geht ja ruckzuck jetzt. Diamantschildkröte. Sehr geil. Der ist fast durch. Na, wie gesagt, hier fangen wir an mit dem ersten Gehege jetzt. Bau. Barrieren, genau. Fangen wir an mit den Barrieren. Da die Commodore-Varane ja sehr selbstsicher sind, können wir ja eventuell Einwegspiegel, Glas, Glaselemente nehmen. Den macht es nichts aus, wenn sie die ganze Zeit beobachtet sind. Wellenform. Ruhig mal. Na. Ich hoffe, ich baue es nicht zu groß. Können auch davor ein bisschen was machen, optisch dann gesehen. Veterinärforschung abgeschlossen. Ja, sehr gut. Es läuft doch. Wie gesagt, wir können am Anfang nicht übertreiben. Ich würde gerne schon groß gehen und so weiter, aber... Aber es geht halt nicht. Ein VIP-Gast. Hallöchen. So, Diamantforschung läuft. Der Schildkröte müsste bald besser gehen. Ich hoffe mal, dass die dann auf jeden Fall so bald einen Partner finden für den. Diamantschildkröte, jawoll! So, jetzt haben wir Männchen und Weibchen drin. Passt doch. Genau, sehr gut. Ich hoffe, dass wir bald Nachwuchs bekommen und dann geht das. Abgeschlossen. Okay. Sehr gut. So, jetzt würde ich gerne das Gelände so ein bisschen bearbeiten. Aufrauen, glätten, meißeln.
Jetzt wird's dunkel. Und es pieselt. Super. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Mal gucken, wenn es wieder Tag wird. Gucken, was wir da machen können. Schlechtes Wetter jetzt natürlich nicht so schön. Sehr gut. Ist der fertig? Diamantschildkröte ist fertig. Jawohl. Tierärzte. Okay, forsch Kuhpocken. Okay, ja, forschen wir mal weiter. Ja, rumstehen muss der nicht. Mitarbeiter. Hohe Arbeitsbelastung. Okay. Verkäufer. Ja, okay. Verkäufer. So, stellen wir dich nur ein und dann ist gut. Das Gelände. Kletten. Nicht zu harte Übergänge hier an den Kanten. So, dann haben wir das. Gehege. Natur. Muss ich mal ganz kurz gucken in die Zoopedia. Wir haben warte mal kurz. Was ist eigentlich mit unseren Goliath-Käfern? Unseren Kacke-Käfern? Ich glaube, hier herrscht nämlich eine Überpopulation. Keine? What? Wieso? Was los? Keine... Was ist denn los? Wo sind sie denn alle? Meine Güte, wo sind die denn alle? Goliath, wo bist du denn, Goliath-Käfer? Aufnehmen. Aufnehmen, so. Mhm. Aduke. Mein Gott, sind alle gestorben. So schnell sie poppen, desto schneller sterben sie auch wieder. Das ist Wahnsinn. So. Ja, jetzt muss ich mal gucken. So. Nehmen wir gerne mit. Zoopedia. Was braucht er denn? Komodo Varan. Sudaninseln, Biome, Tropen und Graslandschaft. Okay. Tropen und Graslandschaft braucht der.
Natur. Biome. Tropen. Graslandschaft. Nicht europäisch, sondern eher asiatisch kommt der her, ne? Moment, ich kann mich nicht um alles kümmern. Asien, da sage ich doch, okay. Das heißt, wir werden jetzt die Pflanzen und so weiter einbauen aus Asien. Open, Kontinent, asiatisch, genau. Gelände. Gras, Fels, Automalen. Dann machen wir erstmal alles mit Gras hier. Mit Sand. Den Rest füllen wir dann aus. Weil ich glaube, das ist schon fast zu groß für den. Fällt mir ein, ich brauche auch noch einen Mitarbeitereingang, ne? Glasgehegeeingang. So, machen wir mal dahin, das passt schon. Ah, mein Gott, dann holen wir dir noch eine Hütte hier, wir haben es ja. Einrichtungen. Müssen wir uns auch mal drum kümmern. So, zack. Ohne technisch müssen wir uns erstmal über Wasser halten. Vielleicht sehen wir ja mal hier die Tiere. Mhm. Fast ausgewachsen. Okay, der ist wie gesagt nicht schlecht. Aduke. Ah, Genetik, Langlebigkeitsgen, okay, nur 42%. Naja. Na gut, das nächste erforscht. Apropos Forschung. Mitarbeiter, Mechanikerforschung. Australien, Klassiker, Barrieren. Okay, da ist er dabei. Niedriger Bedarf. Pizza Pen, okay, niedriger Bedarf, okay. Ja, Kohle ist gerade ein bisschen wieder. Aber wenn man da nicht aufpasst am Anfang, dann hat man echtes Problem. Okay, Forschungswertung. Status nicht festgelegt. Die Wareninfotafel. Nicht festgelegt. Kostenbildungsbonus, Arterhaltung, Gespräche, okay. Technikforschung. Barrieren.
Mach mal das. Heatmaps. Negativer Einfluss. Okay, das passt aber noch. Temperatur. Wasser. Strom ist versorgt. Das reicht aber nicht aus. Das reicht bei weitem noch nicht. Wie schaut es hier aus bei euch? Soziale sind massiv beeinträchtigt. Ja, weil er kein... Weil er zu viele hat, oder? Abel geht weg und Gustavo bleiben. Ja, sind zu viele Tiere. Muss man immer ein Auge drauf haben. Hier ist alles super. Hier ist auch noch alles super. Boah, schon wieder richtig Gas gegeben hier. Wie gesagt, ich verkaufe die gleich immer. Dann können wir die nämlich gut verkloppen. Gibt mal eben 3 Millionen, also da geht schon was. Und tschüss. So macht man am Anfang Kohle. Blöder Regen. Dann können wir jetzt mal unser Gehege hier weiterbauen. Natur. Pflanzen. Ich hätte schon gerne hier irgendwie einen Fluss hier oder sowas rein. Komodowaran. Tieraufbewahrung. Komodowarane. Du bist nicht schlecht. Na, du bist eigentlich noch ein bisschen besser hier. Oh, ist ja noch schlechter. Dann nehmen wir die hier mit. Okay. So. Haben wir denn eine Quarantänestation? Ja, haben wir hier, ne? Das ist die Tierarztpraxis. Werkstatt. Quarantänebereich. Kuhpocken, okay. Alles klar. Tieraufbewahrung. Die und die. Ja, ihr geht mal in den Quarantänebereich. Erstmal gucken, was mit euch los ist. Und dann lasse ich euch einziehen. Wobei ich denke, dass das hier schon viel zu groß ist, das Gehege. Felsen. Ich glaube nicht, dass sie so viel brauchen. Moosfelsen. Ich glaube eher, die brauchen noch ein bisschen wassertechnisch was. Formen. Gonna build a mountain from a little hill. Gonna build a mountain. I hope I will.
Gonna build a mountain. Gonna build it all. I don't know how I'm gonna do it. I only know I'm gonna try. Gonna build a daydream from a little home. Gonna push that.